Kapitel 3. Ein Bote. Und auch dieses Treffen mit Inferno fand so ein Ende. Ein zufriedenstellendes... wohl kaum. Aber es war egal. Alles war egal. Wieso sollte Flamme so tun, als würde es ihn interessieren? Ausnahmsweise war er tatsächlich nicht der Letzte, der in dem neuen Weltenbaum erwachte. Offensichtlich hatte Inferno recht gehabt, als er vermutete, dass der Rest von Flammes Gruppe zurückgeblieben war, um sich noch mit dem verräterischen Weltengeist zu unterhalten. Sie alle sahen die Hinterlist nicht, wenn sie ihn ins Gesicht spuckte. Allerdings musste Flamme auch wahrlich nicht lange warten. Immerhin hatte er mit Inferno ebenfalls einiges an Zeit verschwendet. Nur sehr kurz nach ihm erwachte also der Rest seines Teams neben ihm an diesem Ort. Ein besonderer Ort. Aber nicht im Guten. Ewiges Braun, Grau, Schwarz durchzogen alles. Scheinbar sollte dies einst ein Wald gewesen sein. Vielleicht eine Art Dschungel, aber was verblieb, waren pechschwarze, dürre Stämme, welche auf totem Boden aus dem Grund ragten. Der strömende Regen, welcher vom Himmel herabprasselte, änderte nichts an der Gestalt der Pflanzen, jedoch an der Motivation der Feuertypen im Team. Nun, fairerweise bedeutete dies nicht sonderlich viel. Flamme war ohnehin unmotiviert und Sol war zu motiviert, um sich relevant runterziehen zu lassen. Vor allem motiviert war Sol aber aus Gründen, welche Flamme noch nicht kannte. Jedoch würde er sie kennenlernen, sobald er Sol denn zuhörte. Denn zunächst hing sein Blick an einem Monument. Inmitten des toten Waldes, direkt in seinem Zentrum, stand noch ein Baum. Riesig, Welten größer als die anderen. Doch auch sein Holz war dunkel. Kein einziges Blatt schmückte seine Zweige mehr. Umso besser sah man jedoch den Eingang. Das ist der Baum des Lebens. Und das weißt du jetzt woher? Ich höre anderen tatsächlich zu, wenn sie reden, Flamme. Tungil hat uns alles verraten, was du wissen wolltest. Nur, dass du selber es nicht einmal für nötig gehalten hast, es dir anzuhören. Da oben drin ist das Herz von Dreron. Wir sind direkt am Ziel angekommen. Nur wird Dreron uns nicht direkt weiterbringen. Tundil sagte, er wird uns im Baum des Lebens, nicht auf seinem Weltenbaum, empfangen und uns den Rest des Planes verraten. Damit können wir dann endlich in den Weltenbaum des Sternlichtes. Sag bloß! Da oben sollen also endlich mal Antworten liegen. Das sollen sie. Allerdings, so habe ich das rausgehört, nicht direkt der Weg weiter. Das heißt, die Wanderung den Baum herauf müssen wir auch wieder herunter machen. Mal wieder ewiges Herumgeklettere. Warum wunderte Flamme sich bloß nicht? Aber immerhin würde dort endlich einmal ein Weltengeist sprechen müssen. Im Gedanken daran kam Flamme eine Idee. Wenn das der Fall ist, schlage ich vor, dass wir uns aufteilen. Funkenerz soll uns immerhin eine Waffe gegen Günther werden. Muss aber dafür den Emotionskampf trainieren, nicht? Dann würde ich sagen, tut ihr das hier und ich gehe hoch. Du willst Dreron alleine besuchen? Nachdem wir das Gespräch mit Tundil verlief? Wenn ihr mir das nicht zutraut, machen wir ihm eine Win-Win-Situation draus. Ihr habt alle eine Pause von mir und könnt trainieren und ich und Sora haben etwas Zeit für uns. Dann kommt er eben mit. Aber... Latira wollte etwas erwidern, doch Sol stoppte sie mit betrübtem Blick. Also gut. Du gehst nach oben und klärst die Lage mit Dreron. Wir warten in der Zeit hier unten. Aber nur wenn du uns versprichst, dass du Dreron auch wirklich anhörst und uns alles mitteilst, was er dir sagt. Flamme blickte auf das Soroat nahe Latira.
Ich nehme ja schon wen mit, der darauf aufpasst. Wieder wurde Sols Blick trüb, als Funkenherz ihm etwas zuflüsterte. Zu leise, als dass Flamme es hören könnte. Versprich es trotzdem. Wenn ihr dann Ruhe gebt, meinetwegen. Ich verspreche es. Dann geh. Gerne. Etwas Ruhe von den störendsten Mon, etwas Zeit mit Zoroark. Was noch einmal wichtiger wurde, im Gedanken daran, was Flamme als nächstes vorhatte. Er war alleine erwählt. Diese Gruppe war viel, viel zu groß. Die Weltengeister hatten dies verstanden, er selber auch. Aber wollte er wirklich ganz alleine reisen? Nein, er brauchte Zoroark bei sich. Wie sollte er denn ohne seinen treuen Partner weitermachen? Aber dies bedeutete, dass er auch den Unlichttypen auf seine Seite ziehen musste. Ihn überzeugen, den Worten, welche Dreron mit ihm teilen würde, zu zweit zu folgen. Auch im Inneren war der Baum des Lebens nicht anders, als es von außen gewirkt hatte. Es war eine Ruine, wenn man denn einen Baum so bezeichnen wollte. Alles im Inneren war leer und war tot. Nichts füllte diesen Ort außer ewige Leere und Treppenstufen auf verschiedenen Ebenen. Sag mal, Zoroark. Es folgte keine Antwort. Bevor wir diese Welt erreicht haben, hatte ich wieder ein Gespräch mit Inferno. Ich weiß, du glaubst mir das immer sehr ungern, aber darum geht es nicht. Sondern darum, dass ich dabei verstanden habe, was die Weltengeister wollen. Und warum sie so handeln, wie sie es tun. Und zwar wollen sie ein Zeichen setzen. Wir sind zu viele Pokémon. Es war nie angedacht, dass wir in solchen Massen auf diese Reise aufbrechen. Unsere Menge verlangsamt uns und macht uns auffällig. Und die Weltengeister schicken uns durch so viele Hindernisse, damit die anderen sehen, dass diese Reise für sie zu viel ist. Sie sollen umdrehen. Und deswegen bin ich dafür, Initiative zu ergreifen. Inwiefern? Wir gehen jetzt da hoch und hören uns Dreron an. Sollte er tatsächlich etwas Relevantes zu sagen haben, dann überlegen wir, wie wir zu zweit folgen können. Wenn es geht, am besten ohne, dass die anderen drei überhaupt merken, dass wir gehen. Aber wenn sie davon erfahren, ist das eben so. Am wichtigsten ist, dass wir zu zweit reisen. Was natürlich unter der Bedingung steht, dass Dreron erstmal überhaupt was Wichtiges mitteilt. Und wir nur nicht bloß erfahren, dass die Weltengeister uns weiterhin in die Leere schicken wollen. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Brauchen wir nicht auch die anderen? Glaubst du wirklich, alleine wären wir auch nur im Ansatz so stark wie mit ihnen? Nein! Ich glaube, wir wären stärker! Und kannst du mir wirklich garantieren, dass du es bist, der so denkt? Denkst du das alles wirklich oder willst du es nur, um Erklärung zu haben? Oder ist es dein Inferno? Inferno stimmt mir selber nicht zu. Und ich bin mir sicher in dem, was ich sage. Und ich lasse mich nicht umstimmen. Ich habe dich nicht gefragt, um meine Entscheidung zu überdenken. Ich habe dich gefragt, um zu wissen, ob du bereit bist, mit mir zusammenzuarbeiten. Für die Gesamtheit der nächsten Ebene nahm Flamme nichts wahr als kühler werdende Luft und Stille. Erst bald folgte eine Antwort. Du kennst mich, Flamme. Und du weißt, wie ich handle. Ich stimme dir nicht zu, aber ich folge dir, egal welche Entscheidung du triffst. Gut, dann fehlt nur noch Drerons Weisheit. Und diese sollte folgen. Aber noch nicht jetzt. Denn der Baum des Lebens war wahrlich riesig. Und auch war noch nicht alles geklärt. Flamme spürte ein Zittern, welches durch seinen Körper schoss. Wurde es dunkler? Kälter? Warum war auf einmal dieser Druck in der Luft? Warum schwitzte Flamme, wenn es so kalt war? Und weshalb stand Zoroark auf einmal zurück? Das Kraut, Telizium,
Vielleicht war es wieder der innere Wahn. Flamme brauchte mehr Telizium. Flamme. Lass es. Was sollte das? Im Labyrinth hatte Zoroark dem Vulpix doch zugesprochen, dass er das Kraut nutzen dürfte, dass Flamme selber seine Grenzen kennen würde. Und jetzt auf einmal ein Spruch. Warum sollte ich? Ich brauche es. Du weißt das. Und du hast es das letzte Mal akzeptiert. Nein. Das habe ich nicht, Flamme. Und du weißt das. Was geschah an diesem Ort? Warum wiegte die Realität nicht mehr echt? Im Labyrinth hast du mit jemandem gesprochen, den du sehen wolltest. Wie du es immer tust. Warum solltest du aber auch die Wahrheit akzeptieren, wenn die Lüge viel schöner ist, nicht? Dinge ändern sich, aber du weigerst dich, ihrem Lauf zu folgen. Wenn dein Verstand nicht von selber agiert, dann muss ich eben für ihn sprechen. Du musst aufhören, Flamme. Vielleicht kannst du deine Wege noch ändern. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Aber nur wenn du handelst. Du bist nicht mehr du selber. Aber du bist nicht bereit, es zu akzeptieren. Die Flamme ist am Erlöschen. Der Krieger Flamme nähert sich seinem Ende. Und deine einzige Chance liegt in dir selber. Also leg das Kraut weg und denke für dich. Denke nicht mit dem Zorn und vor allem nicht mit dem Telizium. Hör auf, von Dingen zu reden, von denen du keine Ahnung hast. Außerdem habe ich dich genau gehört im Labyrinth. Ich habe deine Worte noch genau im Kopf. Wie du mir sagtest, dass du selber das Telizium nur aus erfahrungslosen Worten werten könntest. Wie deine Meisterin wohl übertrieben habe. Frag dich selber, Flamme. Wären es Worte, die ich wirklich sagen würde? Oder waren es Worte, die du gerne von mir hören würdest? Ich habe genug davon, nur noch zu sein, wer du möchtest, dass ich es bin. Ich habe genug davon, nur noch eine Projektion deiner Wünsche und Hoffnung zu sein. Nein, nicht einmal das bin ich. Denn wer projiziert, bist nicht du. Ich weiß es genau, Flamme. Du willst nicht alleine reisen, auch nicht zu zweit. Du hast dein Team und dein nächster Wunsch ist es, dieses als würdiger Anführer zu leiten. Aber du glaubst nicht, das zu können. Und anstatt es überhaupt zu versuchen, stattdessen suchst du dir einen Weg, dem Versuch zu entrinnen. Die Welt zerfällt um dich herum und du greifst nach einem Funken der Hoffnung. Aber du greifst in die Dunkelheit, um ihn zu finden, anstatt dem Licht zu folgen. Also öffne deine Augen und... Zoroark verstummte. Auf einmal fühlte die Luft sich wieder freier an. Der eigenartige Druck, die Unechtheit des Ortes schwand, als Flamme in seinen Beutel griff und etwas Telizium nahm. Es hat wohl keinen Zweck, dich umstimmen zu wollen, nicht? Nein! Und jetzt los! Wir sind bald oben! Und bald sollten sie oben sein. Nur noch wenige Ebenen durchquerten die Pokémon, bevor sie einen Ort erreichten, welcher ihnen nicht fremd war, obwohl sie noch nie hier gewesen waren. Aber sie kannten nun einmal die Herzen der Weltengeister. Willkommen. Flamme schreckte herum, als er eine Gestalt bemerkte, welche hinter ihm stand. Es handelte sich um ein eigenartiges Pferd. Ein wenig sah er aus wie Galoppa, aber wirklich auch nur, weil er eben ein Pferd war. Wer bist du jetzt auf einmal? Ihr seid es nicht gewohnt, uns so anzutreffen. Ich weiß. Mein Name ist Dreron und ich bin der Weltengeist dieses Weltenbaumes. Wir treffen uns heute in meinem Weltenbaum, wo ich schwächer bin als außerhalb. Aber hier kann uns Omegon nicht belauschen. Ihr könnt Weltenbäume betreten, ne? Ja, wir tun es jedoch sehr ungerne. Denn in dieser Gestalt bin ich machtloser als Sterbliche. Ich bin im Prinzip eine gläserne Hülle für die Seele eines Weltengeistes.
Und dabei sind wir hier in meinem Weltenbaum. Wir Weltengeister können auch in andere Weltenbäume reisen. Doch dort sind wir noch einmal schwächer. Nicht einmal in der Lage anzugreifen. Hier kann ich zumindest dies und habe die Gestalt, welche ich in meinem Leben als Pokémon hatte. Anstatt eine kümmerliche. Aber egal. Dafür bist du nicht hier, oder? Ich habe von Tundil von deiner Ungeduld erfahren. Doch diese kann nun enden. Denn hier und jetzt erfährst du den Plan. Nun fast. Wie fast? Also wollt ihr uns doch noch weiter quälen? Weiter nicht zugeben, dass ihr nie wolltet, dass wir siegen? Lass mich aussprechen, Mon. Es ist nämlich so. Wir Weltengeister können euch nicht in Omegons Wurzelwelt bringen. Doch wir haben einen guten Freund, der es kann. Jedoch musste er sich bisher fernhalten. Denn Omegon wüsste, wenn er euch begleitet, dann seid ihr das Ziel. Nein, wir konnten nicht riskieren, dass Omegon etwas ahnt. Aber nun müsst ihr bloß abwarten. Denn bald wird er in diesem Wald ankommen. Derjenige, der euch den Rest des Planes verraten kann. Und der euch ab sofort auf dem Weg begleiten wird. Unser eigener Bote. Der Weltengeist ohne Weltenbaum. Darkrai.